Wir stehen hier in der Werkstatt von Albert Düns Firma. Das ist hier die Induktor GmbH in München-Pasing. Albert, wir haben heute Pfingsten. Du bist natürlich an deinem Arbeitsplatz. Es ist Pfingstmontag. Ein halbes erlebnisreiches Jahr liegt hinter dir. Lassen wir mal die letzten Monate Revue passieren. Wie ging es Anfang des Jahres los? Also Anfang des Jahres habe ich natürlich gedacht, naja, jetzt besuchst du mal, gehst mal zu den Einladungen, ja, Neujahrsempfänge und so weiter. Aber das häufte sich immer mehr und dann kam ich quer durch Deutschland, weil ich dann versucht habe, Termine miteinander zu verbinden. Und da wurden dann teilweise am Wochenende ganze Trips draus, dass ich am Freitag, Samstag und Sonntag noch unterschiedliche Orte besucht habe und am Sonntag am Platz zurückkam. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, es bewegt sich ja auch was in der Bevölkerung. Es bewegt sich was in der Partei. Ist ja ganz wichtig, dass die Parteimitglieder erstmal wieder ein positives Gefühl haben, weil sonst gehen die nicht raus zu den Leuten. Und Hamburg und Bremen haben gezeigt, so funktioniert es. So bringen wir wieder Politik auf die Straße und die PS auch auf die Straße, die wir haben. Was war schöner, Hamburg oder Bremen? Ganz ehrlich, Bremen fand ich schöner, weil Bremen nicht so groß ist wie Hamburg und dort ja mindestens, wenn nicht mehr Leute als in Hamburg waren und ich hatte schon das Gefühl, dass in Bremen einfach die Bereitschaft der Bevölkerung, etwas Neues zu wagen, doch noch größer war als in Hamburg. Letzte Woche war der Bundesparteitag der FDP. Dort bist du als stellvertretender Bundesvorsitzender angetreten, bist knapp gescheitert. Wie fällt der Rückblick auf den Parteitag aus? Großartig, der Parteitag war super. Und man hat mir gratuliert zu meiner Rede. Ich habe nur von mir gegeben, wie ich lebe, wie ich denke, was ich fühle. Und ich glaube, das hat eben auch einen Teil der Partei wieder mitgerissen. Es spielt dabei gar keine Rolle, ob ich jetzt stellvertretender Parteivorsitzender bin, sondern ich glaube einfach, dass man jetzt sieht, welche unterschiedlichen Typen diese Partei innehat. Und ich glaube, dass ich auch so bekannt genug bin, um etwas bewegen zu können. Der Parteitag stand unter dem Motto German Mut. Was verbindest du mit German Mut? Was verbindet die FDP mit German Mut? Ich hoffe, dass die FDP und ich das Gleiche damit verbinden, weil ich glaube einfach, dass man gewisse Themen einfach ganz klar wieder ansprechen muss und nicht mehr mit Feige. Und dann muss man mal gucken, was der Koalitionspartner womöglich sagt. Nein, ganz klare Positionen beziehen und nicht gleich wieder darauf zurückziehen und sagen, hoffentlich kriegen wir das in der Koalition mal durch. Ich gehe davon aus, dass wir einfach zurück müssen in die Parlamente, eine Stimme für die Freiheit wieder darstellen müssen und dabei muss es nicht unbedingt Regierung sein. Eine ähnliche Situation, die ich heute zum Bundesvorstand habe, nämlich als zusätzliches Pendant für den Rest der Partei dastehen, heißt auch in der Bundesregierung dann, als Opposition könnte man eine wunderbare Politik machen. Also wir machen 50% plus, was vernünftig wäre für die Bevölkerung, werden wir wohl nicht ganz schaffen. Dann müssen wir gucken, wie kommen die anderen Parteien überhaupt auf uns zu. Aber ich denke, Opposition wäre eine super Sache für uns. Jetzt ist der Druck ein bisschen oder der Terminstress ein bisschen abgefallen. Wie sehen die nächsten Wochen bei Albert Dün aus? Also jetzt hatte ich ja zum ersten Mal ein freies Wochenende seit, ich glaube, 8 Wochen und habe das genutzt, um den Schlaf nachzuholen, den der Körper ja auch irgendwann mal braucht. Jetzt sammeln sich gerade wieder die Termine. Einige muss ich leider absagen, weil ich natürlich auch privat ein paar Verpflichtungen habe. Meine Tochter macht das Abitur und Hochzeitstag und Geburtstage und so. Und auch die Firma verlangt wieder nach mir. Aber ich sehe eben schon, dass ich mit, na sagen wir mal, immer noch 60% der Energie von vorher, also in Terminen, einsetzen werde, weil es auch wirklich Spaß macht. Es macht Spaß, wenn die Leute sich begeistern lassen und ich selber lerne ja auch dazu. Und wir werden das gemeinsam rocken. Ich kann nur wieder dieses Wort sagen, wie in Bremen. Wir werden gemeinsam das Ding rocken und wir brauchen dafür Mut. Mut und nochmal Mut. Wir werden immer zeigen müssen, für was wir stehen. Und wir dürfen uns nicht immer wieder zurückziehen, nur weil wir eine Position vielleicht beziehen, die nicht 100% der Bevölkerung teilt, aber eben sehr wohl die Leistungs... wie soll ich das sagen? Die Leistungsträger der Bevölkerung, die diese Ideen tragen. Und das ist ein ganz großer Teil. Das sind 60-70% der Bevölkerung. Und die müssen wir erreichen. Und für die wollen wir das Beste.
Und wir werden das schaffen. Ich meine, wir müssen unseren alten Aigu müssen wir loswerden, klar. Aber das werden wir auch packen. Also es sind lauter neue Leute da, schaut Bayern an. Der Vorstand in Bayern ist frisch, jung, dynamisch. Okay, jung, bei mir nicht mehr ganz so, aber dynamisch auf alle Fälle. Und wir werden das sicherlich packen. Nicht jeder war beim Bundesparteitag dabei und vielleicht hat auch nicht jeder mitgekriegt, was dort beschlossen wird. Was sind denn da für wirklich richtungsweisende Entscheidungen getroffen worden? Na gut, wir haben der Leitantrag der Partei ist natürlich ein globaler Überblick der gesamten Politik, wie sie geschehen soll in den nächsten Jahren. Dort haben wir uns auch mal wieder getraut, über Steuern etwas zu sagen. Wir haben dort Flat Tax reingeschrieben. Das wird uns die Bevölkerung nicht glauben, ist klar. Aber es sollte das Ziel sein und Ziele sollte man schon bekannt geben, auch wenn man weiß, dass man es nicht sofort schafft. Aber wir werden an dieser Schraube auf alle Fälle etwas drehen müssen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt, nur weil wir in der letzten Legislaturperiode dieses Thema eben nicht so forciert haben und nicht so angebracht haben, wie es hätte sein sollen, dass wir jetzt sagen, für alle Zeiten darf dieses Thema nicht wieder aufgeworfen werden. Selbstverständlich, da werden wir voll rangehen müssen. Es müssen immer vernünftige Gegenrechnungen da sein. Das ist das Entscheidende. Ich kann nicht auf einer Seite fordern, wir müssen mehr Geld für Bildung, wir müssen mehr Geld für Kinderkrippen, wir müssen mehr Geld für Asyl, wir müssen mehr Geld für Straßen, wir müssen mehr Geld dieses und jenes bringen. Und auf der anderen Seite sagen wir dann noch, ja, und dann müssen wir noch Steuersenkungen machen. Also irgendwo muss das schon gegenfinanziert sein. Und da muss man wahrscheinlich den ganzen bundesdeutschen Apparat mal untersuchen, wo denn Einsparmöglichkeiten sind. Und ich sehe da sehr viele. Die wird sicherlich geben. Ich glaube aber auch, es ist auch ziemlich viel zum Thema Bildung gesagt worden, dass Bildung sicherlich sich für eine ganze Gesellschaft lohnt und dass das vor allen Dingen auch nichts mit Einkommen zu tun hat. Genau das ist ja auch mein Thema, was ich auch in meiner Vorstellungsrede gebracht habe. Ich stehe ja zu dem dualen Bildungssystem wie kein zweiter in der Partei, weil meine Vita zeigt das ja auch auf, dass das eben genau das Thema ist, was mich unheimlich bewegt, dass man es schaffen kann, aber man muss es auch wollen. Und wir müssen also die Bildungsthemen, ob das jetzt bundesweit organisiert werden muss, die Bildung, ich bin da ein bisschen zwiespältig, weil ich nicht genau weiß, was denn der Normal Null dann darstellen soll. Soll es Bremen sein? Soll es Bayern sein? Oder sollen wir ein neues Mittelmaß erfinden, damit überall das gleiche Abitur oder die gleichen Schulabschlüsse rauskommen? Ich glaube schon, dass der Wettbewerb soll erhalten bleiben. Und das sehen wir in Bayern eben besonders gut da. Unseren Schülern kommt es nicht so zugute, weil sie meistens schlechtere Abiturnoten haben als in Norddeutschland. Aber nichtsdestotrotz, wenn es eine Bildungsvereinheitlichung gibt in Deutschland, dann sollte Bayern schon ganz vorne als Maßstab dabei sein. Du hast es leider knapp nicht geschafft zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Wie ist denn die FDP Bayern im neuen Bundesvorstand repräsentiert? Wir haben jetzt also einen Daniel Föst, der als wie nennt sich das, Kurfürsten platziert, und Jimmy Schulz, der ja bekannt ist als Netzwerker eben in der freien Wildbahn, nennt man das, erweiterten Bundesvorstand, haben also zwei drin. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob du zwei, drei, vier oder fünf Leute drin hast, weil das erweiterte Bundesvorstand tagt alle 4 bis 5 Wochen und dort werden ja letztendlich nur die Dinge weiter beschlossen, die schon vorher im Präsidium eigentlich klargelegt sind. Die Süddeutsche titelte zum Thema Albert Dün. Er hat so heimlich dem Bundesvorsitzenden in seiner Rede die Schau gestohlen. Er hat mehr oder weniger das auf den Punkt gebracht, was Christian Lindner vielleicht auch immer ganz gut kann. Was hast du da in dieser Rede so gesagt gehabt? Also ich weiß ja heute nicht mehr genau, was ich gesagt habe, weil ich mir meine eigenen Reden ja nicht anhöre und ansehe. Ich finde mich so furchtbar, wenn ich das sehe. Aber Christian Lindner hat natürlich den Nachteil, dass er eine ganze Partei vertreten muss und eben schon fast 2 Jahre Parteivorsitzender ist. Ich konnte natürlich aus dem Vollen schöpfen und habe natürlich ganz andere Ansatzpunkte und das auch mit anderer Wucht. Er muss natürlich von Cannabis bis Kleinkindergartenerziehung alles bringen. Und ich weiß nicht genau, dadurch ist er natürlich schon benachteiligt gewesen im Gegensatz zu mir. Lenke Steiner, Katja Suding, Daniel Föst sind alles neue Köpfe in dem Bundesvorstand der FDP. Die Medien streiten ein wenig darüber. Ist das der Neuanfang oder ist es eine Fortsetzung einer alten FDP? Ist Freie Demokraten mit Magenta was Neues oder ist die FDP im Kern das Gleiche geblieben?
Also generell sind wir immer freie Demokraten geblieben, immer schon. Allerdings stellt sich jetzt heraus, dass im Gegensatz zu dem, was die Medien sagen, die personelle Decke, die wir haben, sehr viel dicker ist, als sich manche das vorstellen können. Also ich habe weitere Leute, die ich ohne weiteres im Petto habe, die ich jederzeit nach vorne in den Bundesvorstand oder auch in die große Politik schicken würde. Also ich nehme mal einen Namen, ja, Otto Fricke zum Beispiel, finde ich einfach großartig, ein liebenswürdiger, netter Mann und vor allen Dingen mit einem Sachverstand, das ist der Hammer. Für dich ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Monat etwas ruhigere Zeit angesagt. Ich denke, wir beide sehen uns wieder zum nächsten Gespräch auf der Speckalm. Dort gibt es ein Sommerfest des liberalen Mittelstandes. Und dann, glaube ich, hier in Bayern ist so das nächste wichtige Datum Sommerfest der FDP Bayern, oder? Ja, die Feste, wir feiern sie, wie sie fallen. Man weiß von mir, dass ich gerne Feste feiere. Aber jetzt werden wir auf alle Fälle FDP Bayern stark forcieren. Wir werden die ganzen landespolitischen Themen jetzt aufgreifen in eine Agenda, weil wir natürlich in erster Linie, mein Vorstand und ich, für Bayern gewählt worden sind. Also müssen wir uns auch um Bayern kümmern. In der Vergangenheit war es jetzt ein bisschen so, dass wir für den Bundesvorstand ein bisschen auch ausgeweitet haben auf bundespolitische Themen. Und müssen jetzt dafür sorgen, dass die bayerischen Themen wieder nach vorne kommen. Ob das Ladenöffnungszeiten sind, ob das Kitas sind, ob das, egal was es ist, kommunale Rekommunalisierung der Entsorger und solche Sachen. Lauter diesen Unsinn, Energieversorgung, Breitband, das sind lauter bayerische Themen, die wir jetzt alle wieder angreifen müssen. Dann sage ich soweit danke für das Gespräch und wir hören uns irgendwann demnächst wieder. Ich danke dir.